Obst, Ozean. Und damit einen wunderschönen, wundervollen Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ganz genau, beim letzten Mal haben wir den fairsten Boss der zweiten Welt gemacht. Und heute starten wir direkt in die dritte Welt rein. Let's go. Bisschen sandig hier. Bisschen so, wie heißt das, Urlaubsvibes. Tropisch, sieht schön aus, finde ich gut. Erstmal Damage nehmen, finde ich nicht gut. Ganz wild, auch was mir aufgefallen ist, wenn Kirby jemanden angreift, ja, und ihr währenddessen die Richtung wechseln wollt, so wie ich jetzt hier, und dann Richtungswechsel, tut er das nicht, wenn ihr jemanden gerade trefft, also zum Beispiel bei einem Boss oder so, macht Kirby dann einfach gar nichts. No joke. Er schlägt dann immer in die rechte Richtung weiter. Das halt für 5 Sekunden, sodass ihr auch ja getroffen werdet. Das ist wichtig. Sonst macht es ja keinen Spaß. Ach ja. Ich will gar nicht zu toxisch heute anfangen und über den letzten Boss... Bosskampf reden. Aber... Nein, ich würde sagen, wir machen jetzt hier ganz entspannt. Starten wir hier rein. Und... gönnen uns die neue, wunderbare... Kannst du auch los da... Das ist doch nicht... Ich habe aufgehört zu laufen. Boah, wie... Wartet, Guys, stopp. Stopp. Wie weit der noch weiterläuft danach? Woher soll ich das denn wissen, Mann? Das macht Sinn. Ich finde es auch gut, dass wir bisher schon alle Zahnräder haben. Also gar keins. Nee, das liegt hier ganz schlecht. Das stößt noch mal einen Kaffee um, das wäre gar nicht gut. So. Wir fliegen schon wieder auf und davon in weite Gefilde. Nur keine Ahnung, wo wir rauskommen. Doch, hier. Uns wird ein Regenschirm empfohlen, oder nehmen wir den doch. Oh mein Gott, ist das langsam. Kann man nicht... Ah ja, man kann ein bisschen beschleunigen. Ich habe Angst, was zu verpassen. Nee, aber das, da will ich hin, wegen der Heilung. Man weiß es nicht. Wir hatten ja schon mal das Thema Regenschirm. Bin ich jetzt nicht so... der Ansprechpartner für... Wir können ja mal gucken, ob heute noch was anderes... Hier, tauchen. Seid ihr so ein Schwimmer oder mehr so der Taucher? Und wir stellen jetzt irgendwelche random allgemeinen Fragen, damit ich irgendwas habe, über das ich reden kann. Ich bin mehr so der Typ, der gerne taucht und irgendwie unter Wasser so ein bisschen da, so hier, so da. Als der Typ, der über Wasser da so seine Bahn schwimmt. Weiß ich nicht. Bin ich unter Wasser, ist immer ruhiger und entspannter. Geh doch weg. Meine Güte. Weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so seid. Seid ihr mehr so der... Ja, wir hatten die Frage jetzt schon. Ah! Hört doch auf damit. Ey, das Game ist so drastisch schwer geworden. Ich will... Kirby, was war das? Hallo, ich will nach da rechts. Warum macht er das? Ich will einfach gerade nach oben. Dankeschön. Kirby, schwache Leistung heute. Du bist ja krass. Bitte sag mir, du hast eine Fähigkeit. Ja. Oha. Natürlich passiert das. Also, welche Frage? Natürlich werde ich vom ersten... Soll ich dazu eigentlich irgendwas sagen? Nachkommen! Ich weiß ja nicht mal, ob das der Weg ist, den ich... Ich gehe gleich. Also wenn ich jetzt... Wieso respawnen die? Also das ist der größte Minuspunkt, den ich jetzt schon habe. Dass alles nach 2 Millimetern respawnt.
Wirklich sorry, aber geht gar nicht. Das stört mich so unfassbar. Und wieso greift dieser Roboter immer anders an? Also in der einen Sekunde schießt er gerade, in der anderen schräg nach oben. Es ist ganz skurril, was hier passiert. Ich kann Minen legen. Cool ist das denn? Hier unten ist nichts. Egal, ich kann hier hochfliegen. Gar kein Problem. Hier gibt es wieder ein bisschen Geld für mich. Ja, ich kann einfach so Minen ab... Junge, ich schrei gleich so laut. Ganz ehrlich. Ja. Wie? Ich find's ja immer cool, wenn du irgendwie so eine Erklärung hast, so. Hier, mach das und das, dann klappt das schon. Achso, hier komme ich jetzt nicht dran, weil wahrscheinlich, weil ich den Roboter verloren habe, oder? Es ist unfassbar. Nee. Nee, das Spiel. Mann, es hat so gut angefangen. Warum muss es denn jetzt so unfair werden? Natürlich werde ich da getroffen, Mann! Warum? Warum ist Kirby so? In Kirby und das vergessene Land war das genauso. Aber da war es halt erst schwer ab der letzten Welt. Davor war alles noch relativ entspannt und hier... ist schon nach der dritten Welt so eine Schwierigkeit. Das ist so unfassbar. So, let's go rein da. Wir können, wenn wir so eine Biene einsaugen, kriegen wir so einen wunderbaren Speer, mit dem wir nach oben schießen können. Und dadurch können wir hier spawnen. Das ist safe nicht das erste. Und wenn doch, dann ist das das längste Level, was wir hier spielen werden. Und warum kann ich hier nicht schwimmen? Ich bin unter Wasser, Mann. Das macht keinen Sinn, Logiklücke. Nee, ich will das Spiel jetzt nicht flamen. Nee, nee, wir machen hier weiter ganz entspannt. Wir machen den entspannten. Zack. Zack. Ja. Ey, das macht so viel Damage. Hier, wir machen ganz den entspannten. Wir gehen weiter, als wäre nichts passiert. Man muss auch ein bisschen mit Gelassenheit an die Spiele rangehen. Warum ist das hier? Habe ich gerade Damage genommen? Warum brennt das? Warum? Also... wieso habt ihr coole Sandburgen und ich nicht? Warum sind da Sterne? Könnt ihr bitte mal appreciaten, dass die Sterne maximal sass sind, die hier drauf sind? Oh, oh, uns stellt sich was entgegen. So ein Eistyp... boah, aber seine Fähigkeit will ich schon haben. Da will ich schon wissen, was abgeht. Ich sehe aus wie ein Eis. Also wortwörtlich. What the hell? Hui! Wer sitzt da und scriptet das? Ich feier's. Achso, hier geht's dann kaputt, weil... oh, wir können aber fliegen, actually. Okay, das wusste ich nicht. Oh, wir kriegen ja auch gut die Heilung. Oh mein Gott, einfach über alles drüber geflogen. Sorry, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ui, okay, hier ist aber auch nichts mehr. Das ist mal wieder anders krass. Ganz ehrlich, fühle ich. Hui! Wham, wham, wham. Zack. Burg destroyed. Dass das keinen Sinn macht, muss ich euch nicht erklären, okay? Gut. Hui. Da haben wir auch schon das Ende des Ziels. Mit viel zu wenig Zahnrädern. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Zahnräder hole, nachhole, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, das ganze Spiel nochmal im schweren Modus durchzuspielen. Auf gar keinen Fall.
Wie schon gesagt, wir versuchen 100% zu bekommen, aber wir werden es nicht machen. Safe nicht. So, Stage 1 ist damit abgeschlossen. Wie viel fehlen uns? Wie viel fehlen uns? Haben wir alle? Ne, wir haben eins. Finde ich, ist okay. Ist okay. Ey, wie cool, hier geht's dann unterwasserhöhlenmäßig weiter. Ne, da will ich mich nicht zu viel spoilern lassen. Erstmal kommt jetzt hier die zweite Stage mit 4 Zahnrädern, die es zu holen gibt. Ja. Oh, und ein Unterwasserlevel. Keine Ahnung, wie sich Gegner unter Wasser verhalten. Einsaugen ist ja nicht. Aber schießen können wir. Wir können Luftblasen spucken. Schießen. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Wham, 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 wham. Und jetzt das erste Zahnrad. Oder das Ticket. Ich weiß ja nicht so ganz, was wir mit diesen Tickets anfangen können. Ja, ich weiß es aus der Demo. Aber lohnt sich das jetzt? Also, weiß nicht, wir können ja, komm, wir machen es so, in der nächsten Folge starten wir mal in diesem Magoland rein und schauen, was es da so Spannendes gibt. Vorher nehme ich hier aber noch gerne ein bisschen die Heilung mit, wirklich, ich habe es dringend nötig. In dem Game kann man keine 2 Meter laufen, ohne dass irgendein random Gegner dir seine, weiß ich nicht, irgendwelche Stacheln, weiß ich nicht was, ins Gesicht wirft. Dankeschön dafür. Warum kann ich den nicht... Ah, weil der eine Fähigkeit hat, gell? Oh ja, der hat die Fähigkeit. Ja, komm, komm her, komm. Sterbt einfach einer nach dem anderen von euch. Das ist so schön. Ich kann hier nicht runter, okay. Hätte ja sein können, dass man hier durch den Boden durch kann. Ritter Ramkam! Junge, der schluckt maximalen Damage an der Stelle. Elektro, tatsächlich das stärkste Item bisher. Unexpected, but okay. Dafür haben wir jetzt... Doch, wir können irgendwie unter die Stage. War hier. Ja, da befindet sich nämlich ein wunderbares Zahnrad und das ist auch das erste. Natürlich, weil ich bin ja ein Profi-Gamer. Noch ein bisschen die Heilung mitnehmen. Und weg hier. Wunderbar. Sieht wieder besser aus. Es sieht nicht gut aus, aber besser. Wieso kann ich hier nach links? Einfach nur so Designgründe, okay. Oh, unten oder oben? Unten oder oben? Ja, das war jetzt die Frage und da habe ich auch mein Item verloren. Wunderbar! Cool! Du bist ein Bomberman. Ich weiß, by the way, dass das nicht Bomberman ist. Okay! Hör doch auf! Ah, und er frisst auch meine Fähigkeit, oder was? Nee. Ach stimmt, wir haben ja unter Wasser keine Fähigkeiten. Wir müssen mehrmals drücken, um Bomben zu werfen. Nee, müssen wir nicht. Hä? Das sind schon wieder ganz die weirden Controls. Ja. Wirf doch! Ey, Kirby. Ihr könnt doch nicht einfach die Steuerung von Dingen verändern. Warum tut man das? Nee, ich finde das überhaupt nicht gut. Geh doch weg, du hässlicher Fisch. Wie soll ich da hinkommen? Nur so als Frage. Ich kann unter Wasser keine Items benutzen. Ey, die Outlines sehen aber auch irgendwie schon schön aus. Habe ich mich jetzt sogar schon dran gewöhnt, tatsächlich. Ich meine, also, diese bunten Konturen an Gegnern und an mir selber sehen gar nicht mal so bad aus. Die kriegen einen Schuh. Oh ja, der hat Stacheln. Oh, imagine, jemand springt euch mit Stacheln an den Schuhen auf euch drauf. Oh, das hört sich ja überhaupt nicht angenehm an. Oh nee, jetzt habe ich... Oh nee. Ah! Danke, dass mir das gesagt wird, dass ich nicht damit schwimmen kann. Weiß ich nicht, aber ein Tutorial für sowas wäre halt schon schön gewesen. Weiß ich nicht, aber ein Tutorial, wo drin steht, ja, du kannst mit diesem Schuh
nicht schwimmen. Don't try it. Ja? Wir lassen den Typen einfach das ausprobieren. Das ganze Level nochmal von vorne. Es ist nicht das ganze Level, ich weiß. Aber trotzdem. Es fühlt sich unrewarding an. Weiß ich nicht. Man hätte auch einfach sagen können, ja. Schuhwasser. Irgendein Schild hier hinstellen, wo drauf steht, ja. Schuhwasser, nix gut. Ich verlasse den Schuh. Das ist auch so eine Sache. Warum sind dann die Gegner nicht perfekt gelined, so wie sie gelined sein müssen? Nee, es ist mir egal. Wie gesagt, wir holen nicht alle Zahnräder. Ich will Spaß an dem Spiel haben, was jetzt schon so gut wie unmöglich ist. Mann! Aber, nee, ich mache mir da gar keinen Druck, Guys. Wirklich nicht. Ich will, ein Spiel ist dazu da, um Spaß zu haben. Und wenn es einem keinen Spaß macht, soll man nicht auch noch hier krampfhaft irgendwie versuchen, sonst irgendwie was zu erreichen. Ich habe das Zahnrad rechts gesehen, aber keine Ahnung, wie ich hinkommen soll. Vielleicht kommt da noch was. Sieht aber erstmal nicht so. Okay, den können wir schon mal nicht bekämpfen. Schön, dass ich fünfmal dran vorbei. Nee, tschüss. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Ich bin hier weg. Hier die Milch nehme ich mit. Bisschen Heilung, schadet nie. Und weg hier. Ey, wir sind bei Folge 4. Ja. Und ich bin schon so salty wie in Folge 20 oder 30. Nee, 20 werden dann. Von Kirby und das vergessene Land. Ist okay jetzt, ich hab's kapiert. Da muss ich auch sagen, da kickt dann auch die Motivation. Muss ich ganz ehrlich sagen, da ist man auch motiviert, mal ein bisschen mehr Risiko einzugehen, wenn das Spiel einen auch dafür belohnt. Funktioniert meine Taste nicht mehr. Doch, was ist das denn jetzt? Hör doch auf. Bonusspiel. Bitte, bring mich doch einmal auf die 1. Let's go. Verdient. Ach, keine Ahnung. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass das Game diese Entwicklungsform durchmacht. Ja, ist okay. Ja, du hast wieder eine neue Prüfung. Die Peitschenprüfung. Die Peitsche findest du ja so toll. Ah, weiß ich nicht. Kommen wir in Stage 3, machen weiter und hoffen, es wird gut. Erstmal nachgucken. Man könnte hier auch was verpasst haben. Aber will ich das? Die können halt auch einfach... Sorry, aber das macht physikalisch keinen Sinn, was hier passiert. Ich weiß, bei einem Videospiel die Physik zu hinterfragen ist genauso, wie wenn man sagen würde, Star Wars ist unrealistisch. Also. Unnötig. Da oben war... Hab ich mich verguckt oder war da oben was? Kann einfach... Nee, kann einfach sein, dass ich falsch geguckt habe. Doch, da ist doch was. Nee, du sagst mir, ich komme da auch nicht hoch. Okay. Wieso geht es hier weiter? Und warum sollte ich hier nach links nicht nach links gehen? Ach, das macht so Spaß. Das ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Ein Applaus für dieses wunderbar schöne Erlebnis. Ist das ein Vollpreistitel? Kostet das Spiel 60 Euro oder so? Das ist nicht wert. Das ist nicht wert. Das ist Betrug. Das war meine Schuld. Ist okay. Akzeptiere ich. Muss ich da rein oder nicht? Ich weiß es nicht. Kirby, du bist einfach... Hallo, ich... Ja, komm, wir gehen weiter. Kirby schafft es nicht, da hinzuschwimmen, weil Kirby die ganze Zeit weggedrückt wird von der Dings, die hier drückt. Wie heißt das? Von der Strömung. Akzeptiere es, ist okay. Wenn das Game nicht will, dass ich Dinge tue, dann tue ich sie auch einfach nicht. Hey, ich bin so salzig. Ich bin... Wirklich, das ist so eine Suppe, wo einfach mehr Salz als Flüssigkeit drin ist. So fühlt sich das an.
Ach, ich hätte mir merken müssen, wo ich hin muss. Da habe ich mir das gemerkt. Vor allem, es interessiert ja eh nicht, weil er die ganze Zeit die Seiten wechselt wie der größte Hans. Ein Run-Up, let's go, habe ich dringend nötig. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Seite gelandet. Das war auf jeden Fall Glück, weil ich nicht drauf geachtet habe, aber ist ja okay. Ist okay. Einfach eine Maxi-Tomate. Die jetzt hier auch mal droppen soll. Let's go, volle Heilung. Weiter geht's. In 5 Sekunden kriege ich wieder Damage. Ich calle. Ich habe eine Ability. Das ist krass. Und dann macht er seine Attacke hier nicht. Kann man hier runter? Ist hier was? Nein, natürlich nicht. Wenn ich dann irgendwo mal nachgucke, ist natürlich nichts da. Ich soll mit einer Wasserfähigkeit gegen Opa Klops kämpfen? Ich bin in der Phase hier unverwundbar, wenn ich einfach die ganze Zeit so durch ihn durchslide. Mache ich ja nichts falsch. Let's go, er ist in mich reingesprungen und dadurch gestorben. Geh weg. Und dafür darf ich wieder ein wunderbarer, schöner Stein sein. Oh! Muss ich hier runter? Muss ich hier runter? Muss ich hier nicht? Das ist unfassbar. Das ist... Nee, nee, komm. Oh, das Spiel macht so Spaß. Ich werde auf jeden Fall nach der Episode, nach der heutigen Folge, werde ich mir auf jeden Fall eine Pause gönnen. Ganz dringend brauche ich eine Pause hier. Ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar. Ja, ja, aha, okay, ja, ja. Ja, Mitte klingt gut. Keine Ahnung. Mach mir doch über sowas keine Gedanken. Vor allen Dingen, weil wir halt nie wissen, wo wir halt rauskommen, gell? Ah, hier sind Coins. Das ist der richtige Weg. Nee. Hä? Ach so! Man hätte natürlich die Mitte nehmen müssen von Anfang an. Weil es auch klar ist, wenn man die ganze Zeit links und rechts weitergelotst wird. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Also, sorry. Nee. Oh, jetzt ist das hier noch so ein... Das macht kein... Was sie hier versucht haben, kennt ihr diesen Cube, der so springen muss im richtigen Moment? Dieser Dinosaurier von Chrome? Das haben sie versucht hier zu machen. Nur, dass Kirby 10 Minuten verzögert springt. Game Designer an der Stelle wieder durchgespielt. Dafür einmal... Ist das von Hell Laboratories? Bin mir sicher, weil die haben doch die Rechte an Kirby, oder nicht? Ja, natürlich. Kompletter Müll. Kompletter Müll. Sprung. 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 Jetzt ist er gar nicht... Ach so. Ja, ist doch cool. Hä? Also das ist ja... Ich fliege jetzt einfach die ganze Zeit Flappy Bird mäßig. Also das steuerungstechnisch, ist das der größte Müll und größte Betrug, den wir in den letzten Folgen gesehen haben. Das ist das, warum, ich bin unter Wasser, warum kann ich hier nicht, ach so, und eine Fähigkeit habe, kriege ich jetzt hier auch noch, Feuerfähigkeit. Ihr wisst, was das heißt, Super Mega Ultra Drachen. Das macht aber das Spiel nicht besser, nur um das anzumerken, gell. Nur weil es Drachen gibt, heißt es nicht, dass es krass ist. Ach, und Gegner besiegen ist damit auch nicht, oder was? Das ist... Ah, wir können die... Ich habe nicht B gedrückt. Wir können die auch nur besiegen, wenn die ihren Mund offen haben. Mach deinen Mund auf jetzt. Let's go, Drache, rein da. Wham!
bisschen befriedigend ist es schon, alles mit Drachen zu töten. Run-up für mich. Let's go. Frage, das Seil da oben, kann ich das auch so machen? Ja. Looks like. Und schön die Heilung hier mitgenommen. Ja, Mund offen zählt jetzt scheinbar auch nicht mehr. Warum mache ich mir überhaupt Gedanken darüber, dass das Spiel fair ist? Ich habe vielleicht nicht von Anfang an gesagt, dass es fair ist, aber das Game ist schon... Hallo! Ja, ich bin weg, komm. Das ist der... das ist so ein... Stellt euch vor, ihr hättet einen Löffel mit Salz voll und ihr müsstet den essen. Und dann stellt euch drei Packungen Salz schon mit je 500 Gramm drin. Dann wisst ihr, wie ich mich gerade fühle. So. Stage 4. Komm, machen wir noch. Ich will hier ein bisschen auch vorwärts kommen und hier nicht die ganze Zeit das Gleiche machen. Deswegen machen wir, ja, 5 Zahnräder. Wetten, ich werde kein einziges davon bekommen. Ich kenne doch mein Glück. Ach, und Leben habe ich ja auch keine mehr. Sollen wir erstmal so sterben zum Anfang, damit wir volle Leben haben? Natürlich, eine Bombe, die in deinem Gesicht explodiert, die tötet dich nicht. Nein, nein. Ah! Ist ein wunderbares Spiel. Ihr solltet euch das alle kaufen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Instagaming. Da gibt es es günstiger. Ich krieg Geld dafür, dass ihr diesen Müll auch noch kauft. Finde ich super. Macht das. Sofort. Let's go. Es ist unfassbar. Hier passiert nichts. Ich schwimme hier von oben nach unten. Um zu sehen, dass hier nichts passiert. Und jetzt komme ich auch noch in so ein blödes Labyrinth unter Wasser. Warum muss Kirby eigentlich keine Luft schnappen? Weil er eine Taucherbrille auf hat. Stimmt, macht Sinn. Ja, wir bleiben entspannt, Geist. Also. Ja, okay. Hätte man vielleicht warten müssen. Ich spiele auch nicht mehr vorsichtig genug. Das merke ich selber. Es ist jetzt einfach die Zeit gekommen, an der man einfach keinen Bock mehr hat und auf nichts mehr achten will. Will ich nach da links? Warum will ich nach da links? Weil es hier ein Zahnrad gibt? Nein, das gibt es nämlich nicht. Hier gibt es einfach nur eine Heilung. Toll, die brauche ich nicht. Sterbe ich lieber, habe ich volle Heilung. Muss halt 2 Zentimeter nochmal langlaufen. Warum kann ich einen Schirm unter Wasser nutzen, aber alle anderen Items nicht? Ich hinterfrage die Logik nicht. Nein, nein, ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Ja, hier, komm. Schwert-Item rein da. Ich bin mir sicher, alle Leute schalten mittlerweile ab, weil ich schon so salty bin. Hä? Ja, verlass einfach den Raum wieder, Kirby. Ist kein Problem. Aber weil ich den Stick nach oben gedrückt habe. Ach, komm. Jeder einzelne von euch geht sterben in der Hölle. Ihr habt es so verdient. Ja, ich will euch leiden sehen. Ein Psychologe ist angefragt, Guys. Alles gut, gar kein Thema, gar kein Thema. So! Ich will jetzt hier auch mal wieder was, Mann. Wieso respawnt das? Das macht keinen Sinn, dass das respawnt. Ich verstehe Gegner respawnt, weil die werden wieder von... Ich habe keine Ahnung, von König DDD, ist der nicht der Böse immer? Von Meta Knight, keine Ahnung. Werden die immer geschickt, ja? Aber warum sollten Bomben und Blöcke respawnen, nachdem sie explodiert sind? Es macht halt so gar keinen Sinn. Ja, hässlichen... Das Schwert kann ich jetzt auch unter Wasser benutzen, by the way. Ich check diese Logiklücken nicht. Warum? Macht es doch dann bei allen Leveln so, dass man das machen kann und nicht nur bei einem spezifischen. Oder bei dieser Welt jetzt. Vielleicht kommt das nochmal dran, dass das nochmal geht. Aber ich verstehe nicht, warum man das dann nicht überall macht. Das macht halt... Ein bisschen hier so... Die Logik kaputt auch. Da oben ist was. Was ist da oben? Wassertyp. So. Mit einer Heilung.
nehme ich gerne an. Ich weiß auch nicht, was die Dinger da darstellen sollen. Die machen so und die machen so. Cool, schön für dich. Freue dich, dass du zwei Arme hast. Hab ich auch tatsächlich. Das ist anstrebenswert. Ich muss irgendwo ganz schnell hin. Wenn ich wüsste, wohin, wäre das einfacher. Das ist Heilung, die juckt mich nicht. Ich muss... Keine Ahnung, wo ich hätte hin müssen musste. Oder komme ich jetzt da raus? Auf der anderen Seite von der Tür? Ja, ich werde getroffen. Stirb. Geh auf jetzt! Hat so super duper Spaß. Ich hab 100 mal angegriffen. Nein, ich tu's nicht. Ich tu's nicht. Mach doch die Tür auf. Ich tu's nicht. Ich tu's nicht. Das ist ein Controller. Der kostet, wenn ihr ihn kaufen wollt, 60 Euro. Der wird nicht auf dem Boden fliegen. Nicht bei Kirby. Bestimmt nicht bei Kirby. Das habe ich mir alles für Getting Over It gespart. Natürlich! Geh mir aus dem Weg. Ey, Oktopusse, wirklich? Ganz ehrlich? Muss ich hier runter? Was soll ich tun? Wenn er jetzt auch hier runterfällt, schrei ich. Man weiß nie bei Kirby. Kirby ist kompletter Müll geworden. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur unfassbar schlecht an und alle schreiben in die Kommentare, nur das mega einfach, konzentrier dich halt mal. Das kann natürlich auch ein Problem sein. Ach, jetzt wieder random eine Seite wählen. Natürlich. Nein, Kirby ist okay, komm. Lass dir Zeit. Das ist halt so unnötig. Hallo. Das ist halt auch schon wieder ekelhaft langweilig. Wofür habe ich das? Ich check nicht ganz, wofür das da sein soll. Ach, dafür! Ich weiß doch, wofür es ist. Jetzt wissen wir es. Jetzt können wir ja auch... Wow! Wir haben ein Zahnrad, Guys. Wir haben sogar zwei. Also, Guys, jetzt hier Applaus-Emoji in den Chat. In die Kommentare. Jetzt habe ich es auch verdient. Wir haben nach 20 Minuten mal wieder ein Rad gefunden. Zahnrad. Finde ich, ist was Schönes. Hör doch auf, geh weg von mir. Der kann mich da trotzdem fressen, obwohl ich da unten bin. Nein, kann er nicht. Dann ist er gut. Moin. Wie geht's? Bin nur auf Durchreise. Die Bombe macht keinen Schaden, by the way. Und meine Puster-Attacke auch nicht. Nicht mal, wenn du Gegner ins Gesicht triffst. Da komme ich nicht dran, da oben. Bitte lass mich doch einfach zum Ziel. Ist das denn zu viel? Ja, ist doch... Lass mich frei. Ich werde diese Sektion nicht nochmal spielen. Safe nicht.
Also bevor ich das Level nochmal spiele, müssen viele Dinge passieren. Wir haben es geschafft, Guys. Wir sind durch mit dem Schmutz. Bitte auf die 1. Let's go, verdient. Wenigstens irgendwas. Phew. Ich will dieses Spiel nie wieder spielen. Ich will nicht mehr. Bitte, hört doch auf. Lasst mich frei. Nehmt mir doch die Ketten ab. Bitte, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Guys, beim nächsten Mal schauen wir uns den Boss an. Wenn euch die Folge gefallen hat, mir nämlich überhaupt nicht, könnt ihr gerne einen Like da lassen und den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute.